Ich lebe noch. Ja, einige von euch wissen, sind wir umgezogen. Und deswegen war jetzt ein bisschen Pause. Ziemlich lange finde ich eigentlich für YouTube-Sogar. Und ja, jetzt geht's wieder los. Und heute zeige ich euch jetzt erstmal meine Tischplattenwalze. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene. Ne? Es gibt richtig große, die stehen eigenständig, die stehen nicht auf einem Tisch. Diese hier habe ich auf einem Tisch. Da müsst ihr natürlich aufpassen, das Ding wiegt ein bisschen was, dass es ein sehr stabiler Tisch ist, Werktisch oder sowas. Oder, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, Schwerlastregal. Aber das Ding hier ist zu breit, das passt da gar nicht drauf. Höchstens, wenn hier zwei nebeneinander steht. Okay, also es kommt im Prinzip dann erstmal in ein paar Einzelteilen an. Und zwar ist das hier das Hauptteil. Und dann habt ihr noch hier die beiden Seitenteile. Das hier ist jetzt der von Kittik. Hier unten drunter habt ihr Füße. Damit könnt ihr die Höhe einstellen. Und hier in diese Nut an der Seite, das kommt dann so auf die, sorry, auf die Stange drauf. Ihr merkt, dass es richtig drin sitzt, wenn das vernünftig mit der Rolle abschließt. Ihr werdet dann wahrscheinlich noch diese Kurbel ansetzen müssen und die Kurbel hier an der Seite. Das sind aber wirklich nur zwei Schrauben, das ist easy. Dann habt ihr Baumwolltücher. Beziehungsweise, ich weiß jetzt gar nicht mal, ob beide im Lieferumfang mit drin waren. Ehrlich gesagt, das ist jetzt schon ein bisschen her. Auf jeden Fall kommt da der Ton zwischen. Na, ich habe. Selbst wenn jetzt die beiden nicht mit drinne gewesen wären, hätte ich sowieso zwei gehabt. Diesen hier benutze ich auf der einen Seite für cremefarbenen Ton, auf der anderen Seite für weißen Ton. Und das andere Tuch benutze ich auf der einen Seite für schwarzen Ton und auf der anderen Seite für roten Ton. Einfach, naja, wir wissen es halt, Oxide färben. Und ich finde es ziemlich unsinnig, die Dinger jedes Mal zu waschen, bevor ich jetzt nochmal Ton ausrolle. Weil es staubt nicht großartig oder so und die zwei, drei Reste, die ja dran sind. Naja, es ist halt, ne? Es wäre jetzt nicht gerade umweltfreundlich, die wirklich jedes Mal zu waschen. Bei dieser Plattenwalze hier ist es so, dass man die Höhe einstellen kann. Das seht ihr hier an der Seite. Ich blende mal ein Bild davon ein. Hier so ein Raster. Und wenn ihr hier oben an der Kurbel dreht, geht die obere Rolle entweder hoch oder runter, je nachdem, wie ihr dreht. Ne? Ihr müsst auf jeden Fall auch darauf achten, wenn ihr Ton abschneidet und auf dieses Tuch gebt, dass es nicht zu viel Ton ist. Er sollte nicht bei dem Tuch rechts und links und vorne irgendwie rausquellen können. Das würde die Walzen hier verschmutzen. Und dann müsstet ihr das ganz schön gründlich sauber machen. Na, damit diese ganze Mechanik auch nicht kaputt geht. Also, der Ton dürfte halt als Platte dann maximal so groß sein wie dieses Tuch. Das ist ja schon ein bisschen was. Wie gesagt, es gibt auch größere. Aber für die Sachen, die ich so mache, reicht das hier bisher perfekt aus. Ne? Ein Tipp von mir, wo ich das halt auch besonders gerne mache, ist einfach Ton, der nicht mehr komplett richtig schön nass ist. Also einen, wo man auch ein bisschen arbeiten müsste, um den per Hand auszurollen. Ne? Da würde wahrscheinlich rechts und links sehr schnell Risse bilden. Und es wäre halt sehr auch anstrengender, logischerweise, wenn er ein bisschen trockener ist. Also man kann auch fast lederharten Ton mit dieser Plattewalze halt richtig gut ausrollen. Natürlich sollte es nicht so trocken sein, dass es bröselt, reißt oder sowas in der Art. Ich kann es mal hier zeigen.
Also der ist noch schön plastisch. So ist es jetzt nicht, aber der ist schon. Also zum Kneten wäre das jetzt schon anstrengend. Ne? Dann lege ich das mittig auf dieses Tuch drauf. Und es wäre jetzt albern, extrem weit oben anzufangen und dann jedes Stückchen immer runter zu kurbeln, finde ich jedenfalls. Also ich nehme einfach den Handballen und drücke das schon mal ein kleines bisschen flach. Gerade bei höheren Stücken geht das natürlich dann schön easy. Und ja, das reicht dann so. So, dann lege ich das andere Tuch da drauf. Und jetzt müsst ihr aufpassen, ne? Also Haare sollten möglichst weg. Und ihr solltet auch sonst gucken, dass nichts hier in die Walze geraten kann. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass einer bei der Arbeit Krawatten trägt, aber mit den Fingerchen immer gut aufpassen. Dann stelle ich das jetzt hier wieder ein bisschen runter und walze das noch einmal durch. Dann stelle ich das wieder ein bisschen runter und walze das noch einmal durch. Sollte das mal so sein, dass das Tuch hier unten irgendwie reingezogen wird oder so, dann ist der Abstand hier nicht richtig von dieser Platte zur Walze. Dann müsste ich hier an den Füßen nochmal drehen und die Höhe nochmal ändern, dass hier der Abstand wirklich möglichst gering ist. Wenn ihr für euer Projekt einen länglichen Streifen braucht, dann könnt ihr natürlich so das einfach die ganze Zeit hin und her ziehen und es zieht sich ja dann automatisch in die Länge. Wollt ihr das aber möglichst eine große breite Platte haben, dann dreht ihr das ganze Ding einfach mal und dann passt das so auch wieder schön rein. Nochmal um 90 Grad drehen. Schiebe das dann immer bis ein bisschen nach vorne, wo ich merke, okay, es stößt der Ton an, weil ich dann hier auch ganz vorsichtig ein bisschen ziehen kann. Und dann geht es halt schön langsam da durch. Runter, nicht hoch. So. Ich mache das jetzt runter bis auf einen halben Zentimeter. Ja, nix unten. Hier ist es dann jetzt schon sehr weit vorne. Also da muss ich dann aufpassen, dass ich da jetzt nicht noch weiter in die Richtung rolle. Also entweder in die andere Richtung oder in die Breite. Ich mache jetzt noch ein bisschen in die Breite. Und dann nochmal ein bisschen tiefer. Und gerade beim letzten Mal gehe ich zweimal drüber, damit das auch wirklich richtig gleichmäßig ist, ne? Auch eine Plattenwalze ist nicht unfehlbar. Ich merke jetzt schon, dass hier noch zwei Luftblasen drin sind. Ich habe es auch nicht vorher vernünftig geknetet. Mache ich dann gleich. Nochmal weg, ne? Hier und da. Ist egal, ist nicht schlimm, mache ich gleich weg. Und ja, dadurch, dass das jetzt natürlich sehr gestreckt wurde, ist sehr viel Stress und also sehr viel Spannung im Ton. Und dann müsst ihr auf jeden Fall mit einer Gummi- bzw. Silikon-Drehschiene das von außen nach innen nochmal ordentlich verdichten und glatt streichen, weil die Partikel im Ton richten sich parallel zum Druck aus. Und so nehmt ihr dann halt ein bisschen den Stress aus dem Ton.
Und das vermeidet dann hinterher Risse beim Trocknen und auch beim Brennen. Ja. Und von außen nach innen am besten, weil es ja von innen nach außen gequetscht wurde. Ne? Und jetzt versuchen wir es einfach mal in die andere Richtung, um die Spannung ein bisschen rauszunehmen. Thema Luftblasen haben wir jetzt eigentlich nicht. Ich erkläre es trotzdem mal kurz. Wenn ich jetzt eine Luftblase habe, dann steche ich da tatsächlich einmal durch den ganzen Ton und streiche dann von außen nach innen zum Loch, das ich gemacht habe. Weil es bringt ja nichts, wenn ich da einfach so drüber gehe und das dann quasi die Luft einfach nur weiterschiebe. Das Schöne ist auch an diesen Tüchern, dass man das halt jetzt schön bequem zum Arbeitsplatz tragen kann. Ne? Auf eine Holzplatte legen. Und wenn ihr das tut, dann zieht nicht einfach so nach oben das ab. Kann man auch, aber wenn der Ton sehr klebrig ist, geht euch dann die Platte vielleicht kaputt. Das heißt, zieht das Tuch seitlich. Ne? Nicht nach oben, sondern seitlich weg. Dann bleibt auch alles schön heile. Lohnt sich sowas? Tja, das Ding ist nicht gerade günstig und ich würde wirklich sagen, es kommt drauf an, wie viel ihr mit Platten arbeitet und wie schwer ihr euch damit tut, eine Platte wirklich ebenmäßig auszurollen und wie wichtig das überhaupt für euer Projekt ist, dass es wirklich ebenmäßig ist. Ne? Für die meisten Sachen reicht das wirklich einfach nur mit diesen Leisten, wie ich das in meinem allerersten qualitativ sehr minderwertigen Video gezeigt habe. Aber naja, da waren die Videos ja auch nur Hobby. Ist es jetzt prinzipiell auch. Aber es vereinfacht mir natürlich auch ein bisschen was, wenn ich Menschen im Kurs habe und die dann teilweise noch gar nicht wissen, wie man zum Beispiel eine Platte macht. Wenn ich dann aber einen Kurs gebe, wie man Tassen aus Plattentechnik macht, dann wäre es natürlich gut, wenn ihr dann auch eine Platte vorbereitet hättet. Und das geht natürlich nur, wenn ihr wisst, wie das geht. Also helfen mir da meine Videos auch beruflich jetzt ein bisschen weiter. So. Und wie gesagt, Luftblasen mache ich gleich noch weg. Na. Dann zaubere ich daraus jetzt mal eine schöne Tasse. Und ihr wisst, wie so eine Plattenwalze funktioniert. Ob ihr das dann kaufen wollt oder nicht, ist natürlich euch überlassen. Ich habe jetzt hier nur das Beispiel von der Kittik. Ich finde das wirklich praktisch, weil ich sehr viel im Plattenbau mache, gerade halt auch mit den Kursen. Nicht jeder hat eine Drehscheibe und es ist auch nicht unbedingt immer nötig. Ne? Es gibt halt einfach Vor- und Nachteile bei allen möglichen Sachen beim Töpfern. Und beim Plattenbau kann man Sachen machen, die man beim Drehen nicht machen kann und andersrum. Na gut, ich hoffe, das Video war euch vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe. Und ja, wir sehen uns.